Hallo und herzlich willkommen hier auf der Zockeroase zu einer brandneuen Simulation, die gestern frisch auf Steam erschienen ist. Mit Gold Rush gehen wir quasi auf Goldsuche und ja, kennt ihr diese Typen hier? Die sind ja aus dem Fernsehen vom Discovery Channel. Kommen ja immer wieder die Serie mit der Goldsuche und so weiter. Die sind hier auch irgendwie mit dabei. Ob die hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben oder so. Oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie hier im Hauptmenü mit dabei. Und ja, dann fangen wir gleich mal ein neues Spiel an. Gar nicht lange umherlabern. Ja, und da sind wir. Hier starten wir. Direkt am Ortsschild von Haines. In Alaska sind wir. Gold Mining Capital of the World. Ja, dann gucken wir uns das Spiel doch mal an. Steigen wir mal in unseren Truck ein. So, einmal Motor anschmeißen. Dann fahren wir mal aus dieser Perspektive. So, ich bin ja immer ganz offen und ehrlich. Das ist schon der zweite Aufnahmeversuch. Der erste ging schon mal ein bisschen in die Hose, weil ich da nicht gewusst hatte, was man kaufen musste. Dann musste ich hier nochmal ja neu starten. Vorher erstmal von Englisch auf Deutsch übersetzen. Weil man hat hier neben der Map, wenn man nicht weiß, was man machen muss, hat man ein Notizbuch. Und die ersten Sachen sind hier: gehe zur Bank, miete dir die Parzelle Old Arnold, dann zum Warenhaus, dann folgende Sachen kaufen. Und das ist leider nicht auf Deutsch übersetzt. Und wenn man jetzt nicht weiß, was hier eine Sluice Box ist oder ein Bucket, ne, dann steht man so ein bisschen auf dem Schlauch. Und ja, das hat er dann zwar rausgefunden, aber dann wusste er auch noch nicht, wo die Sachen dann abgelegt werden. Aber dazu gleich mehr. Wir können auch gleich zum Warenhaus. Und dann fahren wir hier nicht unnötig umher. Das ist hier das Warenhaus, wo wir jetzt alle Sachen einkaufen können, was wir für die Goldsuche benötigen. Und ja, hier stehen nachher zum Beispiel Kraftstofftanks, $6.800 oder ein großer Anhänger, ein kleiner Anhänger oder hier eine mobile Waschanlage mit $13.500. Aber wir haben nur ein kleines Taschengeld von $224. Und für den Anfang brauchen wir erstmal einen Eimer. Den legen wir mal in unseren Warenkorb. Dann gibt es hier noch haufenweise Kabel und Seile. Aber das brauchen wir alles auch noch nicht. Erst für die späteren Sachen. Erstmal machen wir alles manuell per Hand. Dafür brauchen wir einmal eine Hogpen-Waschrinne. Die nehmen wir einmal. Dann einen handbetriebenen Schüttkasten. Den packen wir uns auch ein. Dann gibt es noch eine mit Wasserpumpe, aber die können wir uns eh nicht leisten, weil die $200 kostet. Dann brauchen wir hier so eine Matten. Da sollen wir zwei Stück von kaufen. Und was wir auch brauchen, ist einmal die Goldwaschpfanne. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, Gold zu schöpfen sozusagen. Und dann noch die Waschpfanne, die große. Könnte man auch gebrauchen. Die sind nicht sehr teuer, $15 hier. So viel Geld müssten wir noch haben. Und dann gehen wir mal hier zum Abkassieren. Wir haben sie erst in den Warenkorb gelegt. Da muss man ein bisschen gucken nach den Slots, die verwendet werden. Jede Sache ist verschieden groß. Man hat nur eine gewisse Kapazität
Für 200 Dollar kaufen wir jetzt diese Sachen ein. So, und bei meinem ersten Aufnahmeversuch dachte ich auch, okay, jetzt haben wir sie. Und dann sind wir zur Parzelle gefahren und dann, ja, wo sind die Sachen jetzt? Es gibt hier unter anderem, kann ich hier mal kurz zeigen, das Dick Tube. Das ist auch so eine, ja, kleines Handbuch sozusagen. Wenn man jetzt nicht weiß, was los ist, dann geht man hier, was man eben, wo man Hilfe braucht. Hier zum Beispiel Läden und dann sagt man Ersatzteillager. Ja, Gegenstände kaufen. Dann drückt man hier drauf und dann kommt hier so eine, ja, ein kleines Video, wo dann genau gezeigt wird, wie das funktioniert. Das hatte ich ganz am Anfang noch nicht rausgefunden. So, dann wird hier also eingekauft. So, dann wird bezahlt. So, das, was wir auch gerade gemacht haben. Dann kann man auch nochmal die Stückzahl verändern. Und jetzt, was ich da nicht beim ersten Versuch gemacht hatte, die Sachen werden draußen hier abgelegt und die muss man dann einsammeln. So, nämlich die hier. Dazu öffnen wir jetzt einmal die Ladeklappe und jetzt müssen wir alle Sachen, die wir gekauft haben, müssen wir jetzt hier quasi aufnehmen und reinschmeißen. Dann müssen wir erstmal gucken hier, wie wir den jetzt hier ablegen können. Ja, so natürlich nicht. Sehr abenteuerlich. Können wir den nochmal ein bisschen hindrehen oder so? Ja, hoffentlich fällt er nicht runter. So, dann stellen wir mal alles hier rauf. So, den brauchen wir auch. Den einmal raufschmeißen. Dann können wir hier drinnen ablegen. Jawohl, sparen wir Platz. Man muss wirklich jeden einzeln machen. Aber ist ja auch eine Simulation. Wenn das wie von Geisterhand hier auf der Ladefläche wäre, das wäre auch ein bisschen langweilig. Man muss hier wirklich alles selber machen. So, machen wir mal die Klappe zu, wenn es überhaupt geht. Aber anscheinend ja nicht. So, also das Ablegen müssen wir noch ein bisschen üben. Eigentlich wollte ich den hier reinschmeißen, aber ja, geht irgendwie nicht. Können die Klappe noch nicht schließen. So, jetzt können wir sie schließen. Liegt alles ein bisschen sehr abenteuerlich hier drin. Wollen wir mal hoffen, dass es die Fahrt übersteht. So, Motor an. Handbremse raus. So, jetzt müssen wir erstmal zur Bank, weil noch gehört uns keine Parzelle, wo wir Gold schürfen dürfen. Fahren wir nur mal eine Kreuzung weiter. So, erstmal wenden wir hier einmal. Und dann halten wir einmal hier an. Hier ist nämlich gleich die Bank. So. Hier Old Glen Bank. Wollen wir mal gucken, was die Schönes haben.
Hier kann man jetzt ein paar Zellen kaufen. Wir fangen erstmal mit der kleinsten an. Old Arnold. Das ist so jetzt vom Tutorial her. Sonst kann man hier noch die beiden kaufen. Aber man sieht, $25.000 kostet das. Aber die haben wir natürlich nicht. Also müssen wir das ganze Zeug mieten. Und da gibt es dann eine Provision, die wir bezahlen müssen bei einer Miete von 0,2. Was das für ein Faktor ist, müssen wir nachher mal gucken. Genauso wie Gelände, was das für eine Größe ist. Oder die Menge Gold. Steht nur 15. Ja, 15 Kilo, Tonnen oder Goldbahn, wie auch immer. Und dann die Wasserquelle, die zur Verfügung steht, wer der aktuelle Besitzer ist. Und das ist so die Einführerparzelle. Diese wird fast kostenlos vermietet, weil die immer glücklich sind, wenn neue möchte gern Goldgräber in die Stadt kommen. Hier war jemand fast 40 Jahre Schürfer und jetzt unterrichtet er jeden, der zuhören will. Also kriegen wir die sehr günstig gemietet. Dann mieten wir sie mal. Und dann sieht man hier auf der Landkarte Old Arnold. Hier ist sie. Dann gehen wir einmal raus und steigen mal wieder ein. So, Motor an. Jetzt gucken wir einmal in der Map. Und dann sieht man hier so umrandet, was so die Parzellen sind. So ein Riesengebiet haben wir hier unten. Und dazu müssen wir jetzt, man kann auch sogar ranzoomen, müssen wir jetzt zurück zu den Bahnschienen. Davor dann hier die Straße rein und dann danach gleich wieder links halten. Und dann fahren wir hier so einmal durch eine Fabrik durch. Dann hier so ein bisschen zickzack durch, ob das Wälder sind oder Gebirge, müssen wir mal gucken. Ja, und hier ist dann unser Campingplatz. Und hier die Parzelle. Also, auf geht's. So, vor den Bahnschienen rechts rein ist nur so ein kleiner Feldweg. Wollen wir mal nicht zu schnell fahren, weil die Ladung, die ist ja doch recht abenteuerlich hier auf der Ladefläche. So, einmal hier rüber. Nicht, dass uns hier noch irgendwas rausfällt. Und hinten seht ihr schon die riesen Schornsteine, die hier dampfen. Und dann seht ihr auch diese Nachlader immer. Bleibt es hier richtig mal einen Augenblick stehen. Also an der Performance könnten die ruhig noch arbeiten. So, jetzt durch die Fabrik durch. Ob wir hier später irgendwas machen können oder so, müssen wir mal schauen. Oder ob das nur in Anführungszeichen Deko ist. So, hier ist schon mal ein Parkplatz. So, die Parzelle ist noch ein kleines Stück weiter. Holperweg hier. Und hier das Schild. Welcome to Old Arnold Parcel. Hier sind wir also richtig. Alles, was jetzt kommt, gehört uns. Naja, also nicht direkt uns, aber wir haben es ja gemietet. Oh, hier ist so ein kleines Lager. Ich weiß nicht, ob wir hier schon was machen müssen oder nicht. Wir können ja mal weiterfahren. So, hier steht so ein kleiner Pfeil. So, wir halten hier mal an. Steigen einmal aus. So, das ist unsere Parzelle hier. Können wir hier hochgehen. Dieses riesige Gebiet bleibt uns hier zum Schürfen.
Richtig schöne Landschaft hier. Richtig nett gemacht. So, ist hier jemand zu Hause? Ach, hier können wir schlafen gehen. Ah, gut zu wissen. Ist also unser Wohnmobil sozusagen. Können wir also immer ein bisschen warten, warum auch immer. Ob man nachher mal müde wird oder so. Können wir hier noch irgendwas machen? Oh, hier geht das Zelt auf. Ah, okay. Hier können wir wohl nachher das Gold oder so bearbeiten. Vielleicht. Oder abwiegen. Oh, okay. Ein kleines Tablet. Transport. Müssen wir erst entsperren für 3000 Dollar. Dann haben wir den Bank, Arbeiter. Können wir sogar eine Crew anheuern. Müssen wir aber auch erst freischalten. Ausfälle wird es wohl noch geben. Aber coming soon, also noch nicht freigeschaltet. Okay, und ja, hier ist ja doch noch so ein großer Eimer. Den hätten wir dann gar nicht kaufen müssen. Naja, ist ja egal. Feuerlöscher haben wir hier. Und, ach, die haben wir auch. Oh mein Gott, alles doppelt gekauft hier. So, einmal Pforte auf. Gut, die waren jetzt nicht so teuer. Machen wir mal auf hier. Boah, schmeißen wir gleich alles raus hier. Ja, jetzt brauchen wir natürlich einige Sachen nicht. Dann können wir die ja hier ins Zelt reinbringen. Hm, stellen wir die mal dahin. Hallo? So, dann haben wir eben zwei Stück. So, den brauchen wir dann auch erstmal nicht, oder? Oder vielleicht doch, wie auch immer. Dann stellen wir den auch erstmal hier hin. So, dann wollen wir doch mal. Nehmen wir einmal auf. Jetzt müssen wir einmal zum Fluss runter. Weil wir brauchen hier Wasser. Oh, jetzt sieht man hier schon den entsprechenden Platz, wo der hin muss. Okay. Also feste Plätze. Kann man also nichts falsch machen. So, nehmen wir den einmal auf. Der muss hier auch irgendwo dran gebaut werden. Ja, wird schon gelb angezeigt. Ja, ganz simpel. Jetzt haben wir noch die Matten. So, da soll dann nachher das Gold drauf kleben bleiben. Hallo? So, das war das. Oh, da ist ja noch hinten noch der Eimer, ganz genau. So, Klappe zu. So, den tauchen wir einmal ein, damit wir hier nachher Wasser haben.
So, nu. Wenn man nicht weiß, was oder wie das am Anfang geht, Notizbuch. So, und da steht also erstmal, geht zur Parzelle, dann den Hockpen, den wir jetzt haben, zusammenbauen. Den könnte man auch noch verlängern. Aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann müssen wir jetzt eine Schaufel benutzen und dann den Behälter oben mit Dreck auffüllen. So lange, bis die Matten irgendwas drauf ist und dann können wir einsammeln. Dann versuchen wir das doch mal. Wir haben als Werkzeug hier eine Taschenlampe und dann eine Schaufel. Jetzt können wir hier einfach graben. So, wo ist jetzt hier Gold? Wollen wir hier graben? Schon hier so ein riesen Loch drin. Jetzt müssen wir überall, wo hier so eine Schaufel als Symbol abgebildet ist, da können wir dann den Sand reinschmeißen. So, machen wir mal. Graben wir hier doch mal. So. Hier nochmal. Den knallen wir jetzt erstmal voll. So, da sieht man. 50% ist jetzt aktuell gefüllt. Also wir können noch ordentlich hier noch Sand hier reinschmeißen. Dann hoffen wir mal, dass wir das erste Gold finden. So, 80%. Was sind das immer? 10% pro Schaufel oder? Ja, jetzt haben wir 90. Also 10 Mal muss man machen. Jetzt ist voll. Jetzt ist aber nur Sand drin. Jetzt müssen wir das Ganze filtern. Das heißt, jetzt müssen wir mit Wasser so überschütten. Dann wird jetzt hier der Dreck rausgespült. Oh, da war gerade was Gelbes. War das jetzt Gold? Kann man jetzt hier leider noch nicht sehen. Aber jetzt seht ihr hier, Matte 1 und 2 sind jetzt 2% gefüllt und 62% Dreck ist noch drin. So, jetzt gehen wir mal wieder Wasser nach. Wieder frisches Wasser holen. Dann kippen wir da nochmal rein. So, wo ist Gold? Ab und zu sieht man ein bisschen aufblinkern. So, 25%. Jetzt können wir nochmal frisches Wasser hier reinschütten. Ist richtig spannend hier zuzugucken. Haben wir das erste Gold oder nicht? So, der ganze Dreck ist raus. Jetzt könnten wir wieder neu. Wieder ganz neu Dreck reinfüllen. Oder. Ah ne, wir müssen jetzt erst nochmal frisches Wasser hier reinmachen. Jetzt nehmen wir mal einmal die Matte raus. Und die machen wir jetzt hier quasi sauber. Dann legen wir die wieder rein. Dann nehmen wir die andere. Hier dasselbe. Die war zwar nur bis mit 2% gefüllt. So, jetzt müssten wir mit der Schüssel mal gucken, ob wir was drin haben. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, nehmen wir mal die hier. Wie ist unsere Ausbeute? Das ist jetzt die Frage. So.
Jetzt nehmen wir den auf. Ich glaube, das geht jetzt noch gar nicht. Wir müssen jetzt doch noch den großen Eimer haben, oder? Nee, geht nicht. Genau. Wir brauchen noch den großen Eimer. Dann nehmen wir den, den wir extra gekauft hatten. Dann stellen wir den jetzt mal hier auch in der Nähe hin. Was mir blöd ist, der ist so groß, man sieht gar nicht, wo man den ablegt. So, machen wir hier nochmal frisch Wasser rein. Oder? Nee, doch nicht. Ich glaube, wir müssen den sogar. Ja, einmal auffüllen mit Wasser. So, jetzt nehmen wir die Schale. Und müssen den jetzt benutzen. Genau, jetzt kann man hier mit den entsprechenden Tasten, die man dann eingestellt hat, vor, zurück und so weiter. Muss man jetzt ganz, ganz vorsichtig sein, dass man ja nichts vorbeischüttelt. So, dann taucht man den hier einmal ein, damit der Wasser ist. So, und jetzt muss man quasi hin und her und schütteln. Da sieht man jetzt schon die ersten kleinen Goldklumpen. So, können wir nochmal machen. So. Natürlich ganz, ganz vorsichtig. So, und jetzt kann man, wenn man kann, die rauspicken mit einer Pinzette. Wenn man die erwischt, aber boah, da muss man ganz genau zielen. So, das wär's. So, Gold aufsammeln haben wir gemacht. So, den Modus haben wir verlassen. Wir können mal gucken, ob wir jetzt nochmal neu waschen. Kann auch so ein bisschen schütteln. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt hier gar kein Gold mehr drin ist. Muss man auf jeden Fall immer sehr behutsam machen. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr drin. Nein. Und dann kann man die quasi einmal so rausschütten. Fertig. So, wo ist jetzt das Gold, was wir jetzt hier aufgepickt haben? Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, hier gibt es noch entsprechend später, wenn man mobile Waschanlagen hat und so, Anleitungen oder Fahrzeuge, was hier nachher los ist alles. Waschanlagen. Hier kann man sich dann in aller Ruhe alles durchlesen. Ja, aber so weit sind wir ja noch gar nicht.
So, Goldschürfen, Hockpin. So, ich werde hier mal ganz kurz mal die Videos angucken und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ich habe mir mal ein bisschen die Videos angeguckt. Und ja, wir haben ja jetzt schon die ersten paar Feinunzen oder kleinen Krümelchen haben wir jetzt schon. Steht da oben rechts Gold 0,04 OZ. Ja, dann machen wir gleich mal weiter. Scheint hier eine gute Ecke zu sein. Das ist natürlich jetzt ein Abenteuer hier, so viel Gold zu finden. Ist aber auch ein Haufen Arbeit. Hier geht nichts automatisch. Jetzt muss man hier also quasi ständig hier mal auffüllen, wieder reinigen. Seht ihr? Das kann schon eine Weile dauern. Mal sehen, wie tief man hier überhaupt graben kann. Wenn man einmal mit der Schaufel reingeht, dann ist man hier schon gleich 20 cm tief oder so. So, 68% haben wir erst. Jetzt haben wir 98 und ja, dann reinigen wir doch mal. Gereinigt. Jetzt haben wir schon 6% auf Anhieb. Scheint ja wohl ein bisschen was gebracht zu haben. Nehmen wir mal die Ecke hier hinten. Ja, hier sieht man eindeutig hier der Untergrund. Den, da kann man wohl nicht mehr graben, aber der Sand, der hier so aufgespült ist, wo das ganze Gebiet hier kann man wohl graben. Jetzt machen wir mal so lange, bis wir hier 100% haben. Das ist natürlich jetzt schon dann eine Herausforderung. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir dieses Let's Play nicht so, dass ihr jetzt alles seht. Das wird ja jetzt hier jetzt ein bisschen langweilig, wenn man jetzt nur dabei ist, hier zu schaufeln und zu waschen und so weiter. Dann werde ich jetzt erstmal für diese erste Folge jetzt erstmal beenden und ich werde hier jetzt noch so lange weiter graben, bis die Matten hier 100% gefüllt sind. Mal sehen, was wir dann an Gold zusammenbekommen. Und dann, ja, machen wir dann an der Stelle dann weiter. Das sieht schon mal ganz interessant aus, das Spiel hier. Macht bestimmt eine Menge Spaß, besonders nachher, wenn man die großen Maschinen hat und so. Aber man muss ja ganz klein anfangen. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffe, es hat dir bisher gefallen und dass du auch weiter dran bleibst. Falls du neu dazugekommen bist hier auf meinem Kanal, dann abonniere ihn doch, um keine Folge zu verpassen. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, um meinen Kanal zu unterstützen. Das wäre wirklich sehr nett und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.